Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz, Astrologe und Energetiker. Und ich bin heute mal an die Donaulände gegangen, um noch Sonnenstrahlen zu schnappen. Aber es ist ziemlich kalt. Naja, immerhin schon Ende November. Ich werde in letzter Zeit enorm oft angerufen, wo Leute fragen, wann wird denn alles wieder normaler? Weil unsere Zeit ja so dicht ist, weil immer eine Schreckensmeldung die nächste jagt und weil keiner mehr wirklich weiß, wohin man sich jetzt eigentlich orientieren soll. Und viele fragen mich auch, wie kann denn das sein, dass die Normalität jetzt schon fast 2 Jahre abgeschafft wird und gegen neue Realitäten einfach ausgetauscht wird. Wie gibt es das, dass so viele Leute da einfach mitmachen? Und viele in der ESO-Szene glauben ja, das sind jetzt die dunklen Kräfte oder da ist jetzt irgendwas negativ oder wir werden so beeinflusst und beeinträchtigt. Aber es gibt leider ein Phänomen und das muss ich permanent bei mir in Sitzungen auch beobachten. Und das ist, dass Menschen eigentlich sehr, sehr unzufrieden mit dem eigenen Leben sind. Und wenn man in so einem Trott ist, wo eine hohe Unzufriedenheit sich einschleicht, dann ist man über jede Veränderung dieses tristen Alltags eigentlich erfreut. Auch wenn es ganz unbewusst ist. Und deshalb ist heute mein Aufruf an dich, prüfe einfach mal, wie zufrieden bist du denn in deinem Leben? Was könntest du vielleicht ändern, um glücklicher, um zufriedener zu sein, um erfüllter zu sein? Bist du glücklich? Ein guter Messpunkt für mich, das eigene Leben zu bewerten, ist wirklich, ob ich dankbar sein kann. Das heißt, ob ich sagen kann, danke, dass ich hier bin, danke, dass ich das jetzt erleben darf, danke, dass ich diese Eindrücke sammeln durfte. Also Dankbarkeit ist für mich ein gutes Zeichen dafür, dass ich wirklich zufriedener bin, dass ich am richtigen Platz bin, dass ich der richtigen Tätigkeit nachgehe, dass ich nicht so in einem Hamsterrad gefangen bin. Also prüfe einfach mal deine Dankbarkeit. Das wäre ein guter Checkpunkt, um rauszufinden, bist du eigentlich glücklich? Bist du eigentlich zufrieden? Denn zufriedene Menschen sind Menschen, die sich nicht manipulieren lassen. Zufriedene Menschen sind Menschen, die klar bei sich sind und die auch eine gewisse innere Sicherheit entwickeln. Das heißt, wenn eine Unsicherheit von außen kommt, sei es jetzt durch irgendwelche Werbeeinschaltungen oder sonst etwas oder Nachrichtensendungen, dann entwickelt jemand, der zufrieden ist, immer zuerst einmal diesen Puffer und schaut einmal, wie ist es denn bei meiner eigenen Basis? Wie schaut meine Basis aus? Bin ich da selber so erschüttert? Betrifft mich das mehr? Betrifft mich das weniger? Und kann dann auch dementsprechend Maßnahmen setzen, die wiederum der Eigenverantwortung entsprechen. Also das wäre mal so eine Möglichkeit, Dankbarkeit checken. Ein weiterer Punkt, ob ich sage, okay, bin ich zufrieden in meinem Leben, ist, habe ich genug Energie zur Verfügung? Das heißt, habe ich das Gefühl, genug Kraft zu haben, mich immer wieder motivieren zu können? Auch die eigene Motivation, die Vorfreude, Freude ist auch ein guter Regler, einfach mal zu merken, bin ich zufrieden in meinem Leben? Also wirklich Lebenslust, Lebensfreude. Habe ich Interesse an Dingen, Neugier, bin ich aufgeweckt? Auch daran kannst du so deine Zufriedenheit messen. Ja, das sind so Tipps von mir, wie du deine Zufriedenheit herausfinden kannst. Und ganz viele Leute, die eben in so einem Hamsterrad gefangen waren, in so einer Mühle gefangen waren, die sind dann ganz erleichtert, wenn jetzt mal ein Ausnahmezustand da ist, weil das ein bisschen dieses Triste wieder ändert, diesen Ablauf ändert. Ist das gesund? Halte ich das für gut oder nicht gut? Da möchte ich mich heute nicht dazu äußern. Ich möchte dir mit diesem Video eigentlich nur mal so diese Dynamik erklären, warum manche Zustände länger aufrechterhalten werden und warum manche Leute eigentlich auch gar nicht so unglücklich damit sind, dass mal etwas Neues passiert, auch wenn es ein Drama ist. Ja, ich hoffe, du verbringst eine gute Zeit. Ich werde jetzt noch ein bisschen Sonne schnappen. Ich bin Oliver Ereny aus dem
kalten, aber trotzdem wunderschönen Lenz. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.